Hallo, liebe Leute. Willkommen zurück zu Subsistence. Ja, gefühlt 8 Stunden später. Ich habe die Butze jetzt fertig gebaut und habe schon, weil es mir langsam gereicht hat, nach 7 Tode, habe ich jetzt schon mal weil dieses Gerät da installiert, diese BKI-Einheit. Und habe hier schon mal ein Lagerfeuer. Mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Erstmal, dass ich so ein bisschen geschützt bin. Ich habe auch auf diesem Berg gebaut. Und ja, hab gar nicht mitgekriegt, dass es da oben sehr kalt ist wegen dem Schnee hier. Und ja, so sieht es alles ein bisschen aus. Jetzt können wir eh nicht draußen rumspringen, weil es eiskalt ist und ich gerade mal ein T-Shirt nur hab. Also wie gesagt, ich bin 7-mal gestorben. Mir mangelt es an Essen. Und ja, wir müssen dann mal jagen gehen. Ich habe mir auch die Schrotflinte schon gemacht, die ihr hier unten sehen könnt. Ein bisschen Schuss haben wir dafür. Also ich habe ganz wenig Munition. Also ich könnte mir ein bisschen Munition machen. Stimmt ja, wir machen uns ein bisschen davon und ein bisschen hiervon. Ah gut, und schon leer, ne? Mir fehlt. Ja, warum habe ich so viel von dem Roten, ey? Ah, hier kann man stacken noch. Ja, auf jeden Fall habe ich vor, bevor es Winter wird, auf jeden Fall einen Ofen und noch einen Kühlschrank zu haben. Das Erz können wir dann anschließend noch machen, die Raffinerie. Und ich hatte vor, dass wir unter dem Haus die ganzen Speicher bauen, also Stromspeicher und der ganz andere Quatsch, diesen Massespeicher, Massefabrikator. Dass wir das alles unter der Hütte bauen. Wenn ich später die Luke habe, würde ich dann gerne hier oder da, je nachdem, ob das Dreieck gibt es Dreieckluten, weil Luken weiß ich gar nicht. Wenn nicht, tauschen wir das eine Ding hier um und bauen dann viereckiges hin, dann können wir oben drüber noch was bauen. Ja, immer eins nach dem anderen. Also viel habe ich nicht hingekriegt. Ich habe gestern den ganzen Tag vorgespielt und heute Mittwochabend nehme ich gerade erst wieder auf, dass ihr dann morgen am Donnerstag, also jetzt am Donnerstag, ne, wo ihr jetzt gerade schaut, heute ist ja Donnerstag dann, diese Folge sehen könnt. Also ich habe hier wirklich viel gemacht, harte 8 Stunden Fleiß. Und ja, und hier würde ich dann diese Masse-Dinger machen, ne? Dass wir das dann hier so einzäunen. Keine Ahnung, mach schon ein paar Wände hin mit einer Tür. Dann kann man die da einfach hinstellen. Hauptsache, die sind dann nicht im Weg, wenn wir oben dann da was bauen wollen. Ich gehe nochmal kurz hoch. Und dann weiß ich nicht, ob wir bei dem Wetter raus können. Wie sieht es mit dem Feuer aus? Da habe ich schon ein bisschen Brennstoff gemacht, das jetzt weg ist. Wie gut, dass ich noch da habe und nur ein bisschen hiervon habe. Auf jeden Fall, wir müssen dann. Guck mal, dass ich mir hier die Shotgun hier hin mache. Den Hammer brauche ich ja eigentlich gar nicht dabei. Kann ich irgendwas in die Truhe legen? Seile brauche ich gerade nicht. Holz brauche ich gerade nicht. Wobei, Holz kann man immer gebrauchen. Ja, ich habe noch ein paar Elektroteile, tue ich auch noch hier. Ja, ganz viele Kisten gefunden, noch zusätzlich. Und noch ein bisschen hier ein paar Samen. Stöcke kann man alles mal da hoch tun. Die Federn können wir dann noch reinpacken. Da haben wir noch ein paar, genau, ein paar Pfeile. So, es hat aufgehört zu regnen. Das ist die alte Waffe. Ich habe zwischendurch noch eine neue gemacht. Das Ding brauche ich auch gerade nicht. Dann lege ich mir das so drauf. Mit dem Bogen komme ich leider noch nicht so zurecht. Erstmal nachladen, die Pumpe. Jetzt organisieren wir uns erstmal Fleisch. Da ist noch keiner reingerannt, oder? Nee, ist noch nichts drin. Vielleicht ist es auch zu nah dran, ich weiß es nicht. Ich wollte es mir einfach mal gemütlich machen. Ich hatte einen Bär. Der Bär hat hier oben gestanden. Schade, dass ich das aufgenommen habe. Er hat die ganze Zeit auf meiner Base hier gechillt und ich musste die ganze Zeit, wo ich gestorben bin, von da hinten, ne, oder von ganz da vorne hierher laufen und bin wegen dem scheiß Wetter gestorben. Ja, ich tue mir hier gleich die Schneemap hier. Ich ziehe mir auch um, mal gucken. Bin jetzt erstmal
sieht's denn aus? Wasser habe ich dabei. Hier müsste doch irgendwo noch ein Bär chillen. Der kriegt erstmal die Schrotflinte ins Gesicht gehalten. Ey, ich wurde dreimal von einem Bär gekillt. So nervig. Aber hey, jetzt haben wir natürlich noch andere Sorgen. Ich guck mal auf die Karte. Also bei dem Leichnam dürfte nichts sein, bin ich mir sicher. Okay, ich sehe hier noch keinen, der hier eingezogen ist. Gut, ich habe ja vor ein paar Minuten erst das Ding hingestellt. Also so viel habt ihr jetzt nicht verpasst, außer das Base Building jetzt. Weil ich glaube, wäre ein bisschen zu langweilig gewesen. 8 Stunden und dann in Zeitraffer. Ich glaube, das wollte sich keiner anschauen. In der Hinsicht denke ich ein bisschen pragmatisch, ne? Auf jeden Fall. Okay, der ist jemand sauer. Was war denn das? Das sieht aber nicht an wie ein Wolf. Oh Gott, das ist ein Puma. Mann, bist du hässlich. Blisch. Echt? Stecken die so viel ein? Dankeschön. Jetzt bin ich 8-mal gestorben. Danke dir. Und du bist gelevelt. Toll. Wie gut, dass wir nicht so weit weg sind. Ich war schon 2000 Meter weg. Okay, das war jetzt wirklich mies. Okay, das war wohl nichts. Ich wäre besser abgehauen. Ich glaube, für diesen Puma brauchen wir das Gewehr, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen stärker. Aber um das Gewehr zu machen, brauchen wir, glaube ich, Eisen. Wenn ich das noch so in Erinnerung habe. Was ist denn da hinten? Oh, ein Bär. Nein, und ein Wolf. Oh, fängt es schon wieder an. Genau, jetzt blute ich auch noch. Gibt's nicht. Ah, ich habe so Pech in dem Spiel. Hätte vielleicht auf leicht stellen sollen. Nein, wir spielen das jetzt auf normal. Und wir schaffen das. Bin da zuversichtlich. Und wenn ich 500 Mal sterbe, ist mir egal. Ist doch nicht normal. Wie die drauf sind, die Leute hier. Schnell, da ist ein Wolf. Beeil dich. Nein. Ja, die chillen da zusammen, gell, wie Geschwister und greifen sich untereinander nicht an. Ja, ich bin schon weg. Ich gehe ja schon. Ich war in deren Territorium. Ich hab's mit Absicht falsch gesagt. La 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 la. Nägel, Elektronikteile, kann man alles gebrauchen. Das Stück Eisen hole ich mir noch schnell, bevor der Teddybär kommt. Oh, der Bär. Jetzt hoffe ich mal für uns, dass die Raubkatze da oben nicht chillt. Ich würde gerne meinen Leichnam. Sonst war's das. Da ist immer noch der Bär. Der Winnie Pooh. Ach, da oben rennt die Katze. Ich hab dich genau gesehen. Ich würde gerne meinen Leichnam schnell. Och. Das ist vielleicht mies, ne? Jetzt wartet die Katze darauf. Oh Gott. Ich höre dich schon knurren, Alter. Ich würde gerne nur an meine Leiche, bitte. Ich muss doch dahin irgendwie. Das kann doch nicht sein, dass er da die ganze Zeit rumläuft. Das ist doch voll scheiße. Ja, genau, lauf mal weg. Verschaffe ich das, an die Leiche zu kommen und dann wegzurennen? Kommen sie noch 16 Meter? Ja, lauf weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte, bitte.
Am liebsten würde ich es gerne nochmal probieren, aber ich glaube, das wird nichts. Ich renne mal lieber weg. Ah, ich bin auch noch infiziert. Na toll, seht ihr das? Ich sitze davor, da das Logo hier hinter mir. Oder warst du schon vorher? Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon alle Krankheiten gehabt jetzt. Wo rennt denn der Bär lang? Hat er irgendwas gefunden? Ich laufe mit Absicht schon hier unten, dass er mich schon nicht sieht. Eigentlich Spitzhacke dabei, ja. Da könnten wir rein theoretisch schon das da abbauen, oder? Oder meinst du, das stört dich, Winnie Pooh? Glaub nicht, oder? Ups, war das eben. So, Zinkerz, okay. Ich würde mich auch gern mit einem Hühnchen zufrieden geben. Ah, warte mal, jetzt haben wir doch. Moment mal. Ich kann doch jetzt mit der Pistole rein theoretisch den Wolf anlocken. Wenn er da ist, mit der Pumpe einfach wegpusten, oder? So, komm her. Auf. Lauf nicht so im Zickzack. So, geht doch. Braucht dein Fleisch, tut mir leid. Ich bin eh schon infiziert. Da brauche ich mir auch nicht die Hände waschen, oder? Na komm, Hände waschen. So. So wird das gemacht, genau. Ein Warnschuss und dann einen Gnadenstoß geben. Mann, ich brauche so viel Essen. Essen lohnt sich eigentlich nur zu fahren, wenn man einen Kühlschrank hat, oder? Oh, da ist auch noch eine Kiste, die holen wir uns noch. Und dann muss ich hoch, bevor das Feuer ausgeht. Sonst stehe ich im Dunkeln da. Haufen Nägel, jetzt wo ich sie nicht mehr brauche. Also, nicht, also gerade jetzt nicht im Moment. Ist das Eisen? Ne, das ist Calciumerz, okay. Ist immer noch nichts rein. Ich glaube, die Falle ist einfach zu nah an der Base. Schnell, bevor das Feuer ausgeht. Das war knapp. So. Das schnabulieren wir jetzt. Die Heidelbeeren esse ich jetzt auch mal auf. So. Das hier nicht wundern, Leute. Das würde ich später in den Massefabrikator schmeißen. Kann man das auch stacken, ja. So. Die Fischreuse habe ich auch nicht rausgefunden, welchen Bach ich die legen kann. Auf jeden Fall, da hinten geht's nicht, wo der Bär chillt, da unten. Da geht's nicht. Also den ersten Bär, Leute, den habe ich erlegt. Oh, da unten ist ein Huhn. Vielleicht kann man das holen dann. Aber mit Pfeil und Bogen. Erwischt es? Ja. Oh ja, genau. Mein Aim ist so schlecht mit dem Bogen. So. Aber ich bin noch gestorben. Wieso bin ich jetzt nach dem Tod infiziert? Verstehe ich nicht. So, das hebe ich mir noch kurz auf. Jetzt hole ich mir das Huhn. Das ist da hinten. Muss ich nur noch treffen können mit dem Bogen. So. Okay. Es ist wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Wie soll ich das Huhn da treffen? Schieße ich es mit der Pistole an, ist es zerfetzt. So, Huni Huhn, wo bist denn du?
So weit kannst du doch gar nicht sein. Ach, da bist du. Jo. Ich kann keinen Hund töten, ne? War das ein Wolf oder war das der Schnee? Es war ein Wolf, okay. Oh nö. Puh. Naja, anders ging es nicht, ne? Oh, eine Leber. Ist so blöd gemacht mit dem Bogen. Und ich bin einfach so blöd damit zu schießen. Beides vielleicht. Oh ne, ist hier so eine Raubkatze, oder? Ja. Nee, nee, nein, nein. Ich probier's. Halleluja. So, habe ich gerecht an deinem Bruder. Ui, ganz viele Seen. Kann man immer gebrauchen. Wo sag ich meine Butze? Ach, da hinten. Nur so ein dezentes Knurren und dann sind sie schon da. Ja, dann bist du, da sind sie im Killer-Modus. Dann denken sie dann, ah, den Denno, den kann man fressen, der schmeckt richtig gut. Der hat ganz viel Fett an seinen Rippen. Aus dem kann man, damit kann man die Familie ernähren, ne? Die Säuglinge und so. Nein, nicht mit mir, diesmal nicht. Diesmal habe ich aufgepasst. Ich glaube, da oben war eine Kiste, kann das sein, oder? Nein. Ich dachte, da wäre eine Kiste gewesen, oder Erz zum Abbauen, war da was? Fragt mich aber nicht, warum ich den Hügel ausgesucht habe, mitten in der Pampa. Wenn schon auf normal, dann richtig auf normal schwer, ne? Falls ihr mal ein Gebäude sieht oder ein kleines Häuschen mitten auf dem Berg, ja, da wohne ich. Das bin ich, genau. So, wir laufen noch ein Stück, wir laufen noch mal hier an den See. Warte mal, ist das ein Huhn? Da läuft da irgendwas Kleines. Ja, das ist ein Huhn. Das gibt's doch nicht. Also mit dem Bogen muss ich noch üben. Das ist ja... furchtbar. Den Bär treffe ich jetzt, wetten? Den treffe ich auch nicht. Doch, jetzt habe ich schon getroffen. Oh oh. Ich hab keinen Schuss mehr gehabt. Nein. Ja, mach's, bring's zu Ende. Da hat er mir voll die Rübe zerquetscht. Yo, ist ja gut. Man hätte mir ja mal sagen können, dass ich keine Munition mehr habe. Wo liegt mein Leichnam? Ich sehe den gar nicht mehr. Leiche, wo bist du? Ach, da hinten. Eieiei. Das passiert doch nur mir. So, jetzt sind wir schon 10-mal gestorben. Weil ich mich so blöd anstelle. Sind es die Heilkräuter? Nee. Oder uns ein Wolf? Nein, nein. Oh, ein Häschen. Tut mir leid, ich kann dich leider nicht fangen. Du bist mir zu schnell.
Bin wieder, schon wieder infiziert. Bin doch erst gestorben. Naja. Dann sind wir halt schon mal ein bisschen gestorben. Wenn der Jäger zum Gejagten wird. Das bin ich. Ich werde dann halt offscreen noch ein bisschen was machen. Vielleicht baue ich dann, vielleicht ohne euch, den restlichen Kram. Oder wir gucken einfach mal, ob wir schon 500 Strom haben. Vielleicht können wir da schon was hinstellen, was wir gebrauchen können. Also ich stelle mich echt blöd an, wenn ich mit dem Bogen wenigstens umgehen könnte. Vielleicht könnte ich damit aus der Ferne irgendwie ein bisschen so. Ich habe keine Ausdauer mehr, dann warten wir mal kurz. Oder kriege ich generell keine Ausdauer? Doch. Statt weil ich infiziert bin, dauert es dann noch länger. Mini-Po, lass mich bitte in Ruhe. Ist aber nicht der, der uns getötet hat. Der müsste da hinten irgendwo sein. Ich laufe nur ganz normal an dir vorbei. Warte mal, wenn ich das Gewehr habe, dann. Wie sagt man so, wenn ich groß bin, zeige ich es euch allen. Und wenn ich dann mein Gewehr habe, dann. Gibt's kein Erbarmen, da gibt's jeden Tag Fleisch. So, jetzt können wir wieder ein bisschen rennen. Also, dass das Spiel so schwer ist, ist ja schon Hardcore-Survival hier. Auf jeden Fall will ich mit euch ganz viel bauen, deswegen spiele ich das ja auch, aber ich muss halt auch Tiere umbringen, um an die Materialien zu kommen. Ja, toll, der tut jetzt wieder mein Leichnam covern hier. Ich hab jetzt echt keinen Bock drauf. Aber ich weiß, was ich mit dir mache jetzt. Achtung. Mann, jetzt die Arschlochtechnik. Kennt ihr die? Die Arschlochtechnik. Ich zeig euch, wie die geht. Achtung. Ich hol jetzt erstmal meine Leiche. Dann renne ich da hoch. Der Bär verfolgt mich sehr wahrscheinlich. Oh, was ist denn da passiert? Habt ihr das gerade auch gesehen? Nein! Also darf das natürlich nicht ablaufen. So. Und ich, da ich ja ein nettes Arschloch bin. Oh Gott. Okay, haben wir Stuff für Schrotflinte? Ich würde sagen, eine Kugel kostet 15 Schießpulver. Ist das dein Ernst, oder? So teuer das Stuff. Tatsächlich. Alter, der nimmt mir den ganzen Laden auseinander. So. Wenn du mein Haus kaputt machst, legst du dich auch mit mir an. So. Das ist die Arschlochtechnik. Habt ihr euch die gemerkt? Gut. So. So, nicht anders. Ich würde mir gerne die Hände waschen. Auf einmal das Erz hier kaputt geplatzt. Peng. Muss hier aufpassen. Wir sind hier nicht in Far Cry, wo ich überall hoch und runter laufen kann. Jetzt, hä, war da auch Wasser gewesen? Nö. Das heißt, ich muss jetzt wieder darüber rennen. Ja, mache ich dann. Ich wasche mir gleich die Flossen. Wobei, hab eh gerade keinen Durst. So. Ja, genau, diesen Erdbohrer brauchen wir auch. Der kann uns Wasser sammeln. Der ist auch sehr praktisch. So, wo ist denn der Hammer? Da ist der Hammer. Wann ist das Hammer, Hammer? Jetzt kann ich erstmal meine Putze hier reparieren. Oha, der hat mir fast die Foundation weggeballert, ey.
Ach, bin ich froh, wenn das alles mal irgendwann Metall ist. So. Wie immer unpassend, während der Aufnahme einen Anruf zu kriegen, aber gut. Da fällt sogar das Telefon weg. Nein! Das Feuer ist ausgegangen. Ach Mensch. Kann jetzt nicht, Kollege. Okay, ich organisiere dann nochmal was. Ich brauche auf jeden Fall dieses Sprit. Ich brauche den Ofen. Ich brauche Power. So, den Ofen können wir uns theoretisch machen. Erstmal brauche ich die Asche hier für später. Dann können wir das hier zerlegen. Wenn wir dann erstmal den Ofen haben, können wir uns dann auch ein bisschen hier. Nein, jetzt schmeißt er die Hälfte raus. Was soll denn die Scheiße? Entschuldigung. Nein! Meine hart erarbeitete Elektroteile. Jetzt hat er die Schlucht runtergeschmissen. Boah, ich glaube, das Fenster da auf der Seite ist scheiße. So, wo liegt's? Da liegt was. Sind es die Elektroteile? Oh. Der hat die von da oben runtergeschmissen, aus dem Fenster. Also heute ist nicht mein Tag. Erstmal werde ich umgebracht die ganze Zeit. So, jetzt muss ich den Ofen bauen. Wir bauen jetzt noch den Ofen. So. Wir könnten auch theoretisch. Vielleicht lasse ich mir was einfallen, Leute. Mal gucken. Entweder bleiben wir bei der Butze oder ich benutze die als Wachturm. Keine Ahnung. Und gehe woanders noch hin. Aber das sehen wir dann alles noch. Erstmal eins nach dem anderen. So. Metall fehlt noch, genau. Dürfte reichen jetzt, oder? Für den Ofen. Nein, fehlt noch Leder. Haben wir noch Leder da? Ja. So, Holzofen. Sehr gut. Der ganze Strom verbraucht. Masse müssen wir dann auch noch machen. So. Hä? Ach, der ist da noch drin. Ah, da ist ja noch der Dietrich, den ich schon nicht benutzt habe. So, dann bauen wir hier den Ofen hin. Mal sagen so, oder? So sieht's schön aus. Upsi. So. Ah, machen wir mal das Holz rein. So. Der Anzünder braucht ja auch so ein Biokraftstoff. Das ist natürlich kacki. Hab ich nämlich nicht. Kann ich wieder 100 Jahre suchen. Konnte man nicht irgendwie Streichhölzer machen? Nee, ne? Oder warte mal. Da fehlt mir noch von den Heilkräutern. Ja, supi, ne? Okay, dann würde ich auch sagen, wir sind am Ende einer Folge. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Inzwischen werde ich mal den Ofen in die Reihe machen und gucken, was ich da noch für uns organisieren kann. Vielleicht schaffe ich noch einen Kühlschrank und vielleicht noch ein Flutlicht. Lasst euch einfach überraschen. Ich würde es gerne mit euch machen, aber ihr wollt ja bestimmt nicht zusehen, wie ich die ganze Zeit hier rumlaufe und sterbe. Und ihr wollt ja wissen, was alles möglich ist in dem Game, was man da bauen kann. Und ich denke mal, das ist. Brennt es da hinten? Ich habe gerade Feuer gesehen, oder? Sag jetzt nicht, da sind schon Leute unterwegs. Na, die kommen schon wieder erst nächsten Tag. Und dann, wenn wir gut bewaffnet sind, halten wir. In der nächsten Folge ein paar böse Banditen aus. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Währenddessen friere ich jetzt erstmal eine Runde, okay? Da sterbe ich auch nochmal, mal schauen. Aber das seht ihr ja dann natürlich nicht. Bis dann, tschüss.